Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich hier alles um die Marke MAC. Irgendwie ist die in Vergessenheit geraten, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich sehe nicht mehr viele Videos, in denen die Marke MAC gezeigt wird oder was Neues ausprobiert wird. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen out ist. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich mochte MAC immer gerne und habe jetzt auch ein paar neue Dinge, also ich habe ein paar Sachen gekauft von MAC, die ich zum Teil schon hatte, zum Teil noch nicht. Und ich werde das Ganze kombinieren mit MAC-Produkten, die ich sowieso schon zu Hause hatte. Auch mit Produkten, die ich gar nicht so gerne mag. Aber ich will es ein bisschen rund machen und halt bei der Marke MAC bleiben. Zumindest im Großen und Ganzen. Wundert euch übrigens nicht über die Location. Ich hatte heute keine andere Möglichkeit, etwas zu drehen. Und ich dachte, dann drehe ich lieber hier als gar nicht. Und ich würde sagen, ich starte mit dem Haul. Das erste, was ich bestellt habe, und das habe ich nachgekauft, ist eine Foundation. Und zwar die Studio Fix Fluid Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Ich habe sie in der Farbe NC30. Ich habe die eine Zeit lang wirklich geliebt, weil ich die damals, ich war mit Soraya, vielleicht kennt ihr Soraya Ali, in London. Und sie hat sie getragen. Sie hatte immer so perfekte Haut und dann habe ich gesagt, was trägst du denn da? Und dann hat sie gesagt, das ist die Studio Fix Fluid Foundation von MAC. Und ich so, echt? Kaum war ich zu Hause, habe ich sie mir bestellt, habe sie leer gemacht und jetzt habe ich sie neu. Ich hoffe, dass die Farbe mir passt. Ich denke schon, also NC30 passt mir eigentlich immer bei MAC. Und passend dazu habe ich mir etwas ganz Neues bestellt, was ich noch nie hatte. Und zwar einen Concealer, den Studio Fix 24 Stunden Smooth Wear Concealer in NC25. Den habe ich mir einfach mal mitbestellt, weil ich den auch in einem YouTube-Video gesehen hatte und kannte den noch gar nicht. Und ja, den werden wir heute auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier wird die Farbe auch, denke ich, auf jeden Fall passen. Mal gucken, wie der ist. Etwas ganz, ganz Neues, was ich schon sehr lange auf meiner Wunschliste hatte, habe ich gefunden. Ach, übrigens habe ich alles, also diese neuen Sachen, die ich jetzt bestellt habe, habe ich gefunden bei Notino. Ich habe mich mega gefreut, dass Notino jetzt auch MAC-Produkte im Sortiment hat. Ich so, yes. Ich bestelle gerne bei Notino, weil die eben immer so ein Hauch günstiger sind in allem als andere große Online-Shops. Und da habe ich mir den GoPlay Blush, nee, doch, GoPlay Blush bestellt. Der ist, finde ich, nicht so schön verpackt. Der hat halt so eine durchsichtige Hülle. Ich finde das so ein bisschen sparsam. Man kennt ja hier diese klassischen Verpackungen von MAC, die ich wirklich schön finde und wertig. Und da ist auch immer ein Spiegel bei, hier jetzt nicht. Deswegen bin ich von der Umverpackung nicht so begeistert. Aber das Produkt soll so toll sein. Und zwar, ich war noch gar nicht mit dem Finger drin, ist das die Farbe. Die heißt Blush Please. Und ich gehe jetzt zum ersten Mal mit dem Finger rein, weil ich gehört habe, oh, der ist ganz, 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 ganz weich und ganz, 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 ganz zart. Mal gucken, ob man den auf meiner Haut gleich sieht. Ich freue mich, dass ich heute hier im kompletten Tageslicht sitze. Es ist langsam ein bisschen warm. Ich merke das schon. Ich fange an zu schwitzen. Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt das schöne Make-up nicht. Dann habe ich noch etwas bestellt, einen Kajalstift. Ich liebe MAC Kajalstifte und auch die Lip Liner. Und diese Farbe heißt Coffee. Die hatte ich auch noch nie. Ist einfach nur ein dunkles Braun. So sieht er aus. Ist halt so ein Hauch dunkler noch als Teddy. Den mag ich auch immer, mochte ich auch immer sehr gerne. Ist halt ein etwas helleres Braun. Und noch eine Lidschattenpalette, die auch schon, also der Glow Play Blush stand schon lange auf meiner Wunschliste und diese Palette hier ebenfalls. Das ist die Art Library Palette. Da sind Farben drin, die schon bekannt sind und ich fand sie immer schon sehr, sehr ansprechend, weil sie viele matte Töne enthält, wenige Schimmerfarben und auch viele Farben beinhaltet, die ich noch nicht habe von MAC. Ich denke, das ist, die haben verschiedene Farbzusammenstellungen von diesen Art Library Paletten und ich denke, das ist auf jeden Fall was für jemanden, der vielleicht noch gar nichts von MAC hat, weil einige Farben doppeln sich hier. Shroom ist da drin, hatte ich aber selber noch nie einzeln. Sandstone Espresso, den habe ich tatsächlich auch als Mono. Sugar Plum Nude Model, so heißen die. Also ich hatte jetzt tatsächlich nur Espresso, die Farbe und ja, damit werde ich mich heute schminken. Ja, so sieht's aus im Puppenhaus. Und alles andere dann nachher so in Kürze, ne, zeige ich euch natürlich auch, was ich hier sonst noch so von MAC liegen habe. Was ich richtig blöd finde bei der Studio Fix Foundation und mit der fange ich jetzt an, ist, dass sie keinen Pumpspender hat. Das ist richtig blöd, weil ich das jetzt irgendwie so entnehmen muss, rauskippeln und dann erwischt man zu viel und zu wenig. Das ist echt doof. Man kann diesen Pumpspender extra dazu bestellen. Habe jetzt nicht gemacht, weil ich habe noch irgendwo den alten, habe den nur nicht gefunden. Gehe ich jetzt einfach mit meinem Pinsel dran, entnehme hier etwas und trage mir jetzt erstmal so ein wenig davon auf. Also wirklich wenig. Ich habe ja nur oben einmal so abgeditscht, was oben drauf war. Ich möchte heute auch nicht ganz so dick auftragen. Ich denke, das, was ich jetzt entnommen habe, reicht auch, um so eine dünne Schicht von der Foundation aufzutragen. Dann bekommt ihr auch einen Eindruck davon. Die ist also sehr, ich finde die sehr deckend.
Aber was ich immer an ihr mochte, war, dass ich mit ihr nicht schnell nachgeglänzt habe. Die hat wirklich alles immer schön perfektioniert. Und wie gesagt, ich habe die schon mal komplett leer gemacht. Und wenn man sie dann in so gute Erinnerung hat, dass man sie nochmal bestellen möchte, das finde ich, sagt schon alles. Ich hoffe auch, dass es für euch jetzt so, dass ihr das gut sehen könnt. Ne? Oder soll ich euch nochmal ein Stückchen, jetzt schmeiße ich alles um, ein Stückchen näher ranholen. Hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, ne? Aber naja. Ich hoffe einfach, dass ihr alles gut sehen könnt. Interessant wird für mich der Concealer, 24 Stunden Smooth Wear Concealer. Ich bin gespannt, wie der ist. Der kommt auf jeden Fall mit so einem kleinen Applikator. Oh, der ist sehr hell. Da werde ich jetzt erstmal schauen, ob ich den mit einem Pinsel gut verstrichen bekomme. Oha, den hatte ich mir nicht ganz so hell vorgestellt. Also da, das ist eine ist NC25, hier der Concealer, das andere ist NC30. Da gibt es schon einen ziemlich großen Unterschied zwischen Concealer und Make-up. Da nehme ich mir dann doch lieber so ein Schwämmchen zur Hand. Aber ich glaube auch nicht, dass ich hier was nachnehmen muss. Der hält auf jeden Fall sehr, sehr auf unterm Auge. So viel kann ich schon mal sagen. So, jetzt fahre ich hier nochmal mit dem Pinsel drüber, mit dem ich auch die Foundation aufgetragen habe. Das ist das Ergebnis. Ich finde den wirklich sehr hell unterm Auge. Vielleicht hätte ich hier auch lieber die 30 nehmen sollen. Und ich sehe immer noch so leicht meine Augenschatten durchschimmern oder bilde ich mir das nur ein? Ich werde das Ganze jetzt setten mit einem Puder, was ich überhaupt nicht mag von MAC. Ich habe es trotzdem aufgehoben für genau diese Art von Videos, das MAC Mineralized Skin Finish Natural. Ich habe das in der Farbe Medium. Ich habe das schon sehr, sehr lange und war noch nie ein Fan davon. Ich nehme das mit einem Sigma-Pinsel auf, das ist der F35 und stäube mir das wirklich nur so ganz zart an die Stelle, wo ich jetzt den Concealer aufgetragen habe. Bei mir ist das Problem, wenn ich nur dieses Puder verwende, dann glänze ich sehr stark nach. Ich habe ja eine eher ölige Haut, die schnell und gerne nachglänzt. Und da hat mir das Mineralized Skin Finish nie gereicht. Ich würde sagen, ich würde das so einschätzen, dass das ein leichtes Puder ist. Wahrscheinlich eher auch für trockene Haut geeignet. Oder, beziehungsweise Schrägstrich, auch eher für jüngere Haut. So habe ich das immer eingeschätzt. Aber unterm Auge ist das okay, dann darf das mal leicht sein bei mir. Ich würde jetzt nur dazu übergehen und das Studio Fix Puder, das habe ich nämlich auch noch hier, in NC35, das habe ich auch schon gut benutzt, für die Wangen und so weiter zu benutzen, aber auch nur mit leichter Hand, also nur mit einem leichten Puderpinsel, jetzt nicht mit einem Schwämmchen oder so, und mir das auch hier so aufzutupfen, um einfach die Foundation zu setten. Augenbrauen habe ich jetzt nichts von MAC, da nehme ich von Benefit mein Foolproof Powder, einfach weil ich die so ein bisschen zart haben möchte heute, nicht so stark betonen möchte. Augenbrauen sind erledigt und jetzt kommen wir zu der schönen Palette. Ich werde jetzt erstmal hier in diesen Ton reingehen, der ist so ein bisschen Ockerfarben. Das ist nicht meine bevorzugte Farbe, aber ich kann euch ja sagen, welche Farben ich verwende. 217er Pinsel, ebenfalls von MAC, die Farbe heißt Outre, so wird es geschrieben. Boah, gut pigmentiert auf jeden Fall. Da komme ich ja auf beiden Seiten hin, wenn ich da einmal reinstipse. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und es ist eine sehr, sehr schöne Ausblendfarbe, finde ich. Jetzt muss ich mich entscheiden, welche Farbe ich so außen verwende, um das Ganze so ein bisschen abzudunkeln. Ich glaube, da nehme ich tatsächlich Espresso. Den kenne ich schon und weiß, dass der da sehr gut aussieht. Und mit einem frischen Pinsel, das ist der 217S, das ist so ein flach gebundener von MAC, gehe ich jetzt in die Farbe Nude Model. Leicht glänzender Ton, nee, stark glänzender Ton, sehe ich gerade. Schön, passt auf jeden Fall in den Frühling, ist so ein bisschen Rosé-Nude, eher so Rosé-Gold. Damit fahre ich auch komplett hier über mein bewegliches Augenlid, außer außen. Außen lasse ich so ein bisschen aus. Ich gehe wirklich nur so ein bisschen rein in die Farbe, nehme Farbe auf und die lässt sich super verteilen. Richtig schön. Wow, gefällt mir jetzt schon extrem gut. Ich werde das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen ausbessern. Also ich gehe nochmal in die dunklere Farbe hier hinten rein, verblende das nochmal miteinander mit diesem schönen Schimmerton und fahre mir auch im unteren Wimpernkranz entlang mit den Resten, die jetzt von der dunklen Farbe hier noch dran sind. Das mag ich auch immer sehr gerne. Und was ich auch super gerne mag, ist einen, ja, eigentlich angeschrägten Pinsel zu nehmen. Jetzt habe ich hier so einen ganz festgebundenen von MAC, das ist der 214 SE. Und damit gehe ich in die dunkelste Farbe der Palette, in die Farbe Dance in the Dark, aber wirklich nur mit der Spitze so rein und setze mir diesen hier sozusagen als Eyeliner-Strich ganz nah an den Wimpernkranz.
Wow, richtig schön. Also da habe ich mir nicht zu viel versprochen von der Palette. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe nochmal in die erste Farbe, in dieses Ocker und trage mir das hier unten auch nochmal am unteren Wimpernkranz auf. Irgendwie mag ich die Farbe doch. Ocker ist ja nicht so meins, aber irgendwie, die fand ich jetzt doch ganz ansprechend. Gehe auch nochmal mit dem Blendepinsel rein, tippse in die Farbe Ocker, Outro rein und blende nochmal ein bisschen weiter aus hier. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ein richtig schöner Augen-Make-up-Look. Ich bin begeistert. Mit dem Concealer ist auch noch nichts passiert. Sieht gut aus bisher. Ist also nirgendwo hingekrabbelt. Sieht auch nicht knusprig aus oder so. Also bis jetzt macht auch der Concealer einen guten Eindruck. Jetzt fahre ich mir noch mit dem Kajalstift an der oberen und unteren Wasserlinie entlang. Und wie gesagt, es ist ein dunkles Braun. Und der ist noch sehr gut angespitzt. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich damit nicht pieke. Der gefällt mir sehr gut. Der ist nicht ganz so prominent wie ein Schwarz, aber es ist ein dunkles Kaffeebraun. Das sind nur Nuancen, aber es sieht ein bisschen weicher aus als ein Schwarz, muss ich sagen. Und da habe ich, glaube ich, auch die richtige Wahl getroffen. Kommen wir kurz zur Mascara. Da habe ich jetzt tatsächlich zwei Mascara hier, die ich beide nicht so gerne mag. Beide sind natürlich von MAC. Das eine ist die Extended Play Giga Black Giga Black Lash, so heißt die. Die hat so ein ganz, ganz schmales Bürstchen. Also wer das mag, kann sich die gerne mal angucken. Mir macht die nicht genug Wumms an den Wimpern, aber die ist für die unteren Wimpern ganz toll. Also da habe ich die lange verwendet und deswegen ist da auch immer noch was drin. Ich mag die gerne. Und dann hatte ich hier mal so ein Pröbchen mitbekommen. Das ist die In Extreme Dimension 3D Black Lash. Die fand ich eigentlich immer sehr gut. Ich befürchte aber, dass die in dieser kleinen Version nicht das zeigt, was sie eigentlich kann. Ich werde trotzdem versuchen, mit den beiden Mascaras mir jetzt ein einigermaßen brauchbares Wimpernbild zu schaffen. Los geht's. Also das ist jetzt die 3D Giga Black Lash. Sagen wir mal so, wer es ganz zart, kaum sichtbar und super leicht auf den Wimpern mag und wirklich nur so ganz minimalistisch seine Wimpern betonen möchte, der sollte sich die auf jeden Fall angucken. Mir reicht das nicht. Definitiv nicht, vor allen Dingen nicht bei dem Namen. Ne? In Extreme Dimension 3D, Black Lash, bla. Nee, ich versuche das jetzt mit der Giga Black Lash noch ein bisschen auszugleichen, noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und ansonsten muss ich leider heute damit leben. Sagen wir mal so, es gibt bessere Mascaras. Jetzt habe ich hier eine Palette. Die habe ich mir vor Urzeiten zusammengestellt. Unter anderem ist die Farbe Harmony da drin, mit der man sehr gut konturieren können soll. Sage ich mal so vorsichtig. Das mache ich jetzt auch und setze mir genau da, wo ich die Kontur haben möchte, die Farbe Harmony auf die Wangen. Konturiere auch ein bisschen damit meine Nase. Dann gehe ich in das Mineralized Skin Finish in der Farbe Give Me Sun. Ich glaube, ein sehr berühmter Bronzer, der so ein bisschen Sonnenbräune gibt. Ich bin jetzt mit dem dicken Pinsel hier von Benefit reingegangen und trage mir Give Me Sun auf über der Kontur, aber ich verblende damit auch die Kontur gleichzeitig und fahre mir damit dann auch so ein bisschen hier so am Haarkranz entlang, sodass es halt alles nicht mehr so ganz hart aussieht. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf den Glow Play Blush. Ich finde ja, also im Internet auf der Seite sah der so ein bisschen farbenfröhlicher aus. Ich finde den jetzt schon fast langweilig hier in dem Töpfchen, aber wir werden sehen, wie der sich auf der Wange macht. Ich nehme einen schmalen Pinsel, damit ich gezielter arbeiten kann und nehme den jetzt vorsichtig auf. Der staubt auch gar nicht, der ist mehr wie so eine Masse, die man so leicht auch eindrücken kann. Also der ist überhaupt nicht, also das ist kein Creme-Blush, aber auch also ganz komisch. Es ist eine sehr, sehr neue Konsistenz für mich, die ich so nicht kenne. Deswegen muss ich jetzt auch hübsch vorsichtig sein, was hier so auf der Wange passiert, damit ich gleich nicht overblushed hier sitze. Aber da kommt auf jeden Fall Farbe runter. So viel kann ich schon mal sagen. Seht ihr da schon was? Also ich sehe hier in meinem Spiegel auf jeden Fall was, aber ich merke, ich muss jetzt ordentlich nicht ganz so sparsam da reingehen, wie ich am Anfang dachte. Aber weiß man ja nicht, muss man ja erst ausprobieren. Oh, der bringt so eine richtig schöne, oh, eine ganz, ganz tolle Farbe. Das sieht so sehr natürlich aus. Also nicht so rot gerötet, als wäre mir jetzt irgendwas peinlich oder so, wo man so eine Birne kriegt, sondern so natürlich. Das sieht schön aus. Als hätte ich mich ein bisschen zu lange in der Sonne aufgehalten und hätte jetzt noch frisch so einen Anflug von
leichtem Sonnenbrand vielleicht. Aber nee, Sonnenbrand klingt so negativ. Ich sehe nicht verbrannt aus, aber ich finde es sehr, sehr hübsch und sehr, sehr natürlich. Und ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera auch so sehen, wie ich das jetzt hier sehe und empfindet das auch so wie ich, dass der sehr schön ist. Jetzt muss der nur noch bis heute Abend halten, da bin ich mega zufrieden. Dann hat sich der Kauf auch auf jeden Fall gelohnt. Um das Ganze rund zu machen, noch schnell einen Highlighter auf den obersten Punkt der Wangen gesetzt. Das ist Global Glow. Ich glaube, einer der berühmtesten auch von MAC. Ich habe den immer sehr geliebt und der ist so für so mittlere Hauttöne absolut perfekt, weil er halt nicht zu hell ist, nicht rosig, sondern eher so ins Bronzige geht, bronzig-goldene so, aber auch nicht zu viel. Also der ist genauso genau richtig. Und das sieht doch schon mal sehr schön aus. Ja, bei den Lippen. Da habe ich die große Auswahl, weil ich eine große MAC-Lippenstift-Sammlung habe. Und da muss ich mich jetzt mal ganz kurz konzentrieren, welche Farbe ich jetzt auf die Lippen auftrage. Ich glaube, ich nehme eher einen Rosé-Ton. Rosé-Grau? Mal gucken. Und ja, Really Me ist es geworden. Genau der Ton, den ich mir vorgestellt habe für diesen Look, weil ich finde, der harmoniert schön mit der Farbe auf den Augenlidern. Nude Model ist echt ein wunderschöner Nude-Rosé-Ton jetzt, der sehr, sehr schön aussieht auf meinem Augenlid, finde ich. Und dazu passt eben auch diese Lippenstiftfarbe, die ich mir damals gekauft habe, weil der eben nicht einfach nur so rosa ist, sondern weil er diesen leichten Grauanteil beinhaltet. Muss man jetzt mögen. Ich könnte jetzt natürlich auch einen anderen, kräftigeren auftragen, aber ihr wisst, ich liebe Nude. Und wenn er dann noch so einen schönen rosa Einschlag hat, ist, glaube ich, Really Me der perfekte Lippenstift für diesen Look. Wie ich anfangs schon sagte, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welches euer liebstes MAC-Produkt ist, ob ihr MAC generell mögt, so wie ich, oder ob ihr sagt, boah, nee, irgendwie, also Preis-Leistung ist ja schon eher so ein bisschen teurer, aber auch nicht so ganz High-End, finde ich, aber ich finde die Produkte an sich immer gut und vor allen Dingen interessant. Und wenn ich in so einem MAC-Store bin, gehe ich eigentlich nie raus, ohne was zu kaufen. Und wie gesagt, ich habe die Sachen jetzt zufällig bei Notino, sonst hätte ich gar keine MAC-Sachen neu bestellt. Ich habe die zufällig bei Notino entdeckt und habe gedacht, oh, die Art Library Palette, die ich so lange haben wollte. Ich war so heiß auf diese Palette und die war mir irgendwie immer zu teuer. Und da war sie jetzt irgendwie günstiger, deswegen habe ich zugeschlagen und bei der Gelegenheit halt eben Foundation, Concealer, Blush und diesen Kajalstift mitbestellt. Ja, vielleicht habt ihr ja jetzt Lust bekommen, auch ein paar alte Make-up-Schätze wieder rauszukramen und damit ein bisschen was zu schminken. Ich hoffe zumindest, dass ich das damit erreichen konnte und freue mich auf eure Kommentare. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenfrei unter diesem Video tun. Macht direkt die Glocke an, dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüssi!